Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play mit dem Brennmeister, das schwarze Auge, Black Guard 2. Und wir wollen hier gar nicht so lange rumstehen. Hup, Timer starten. Platziere deine Kämpfer mit einem Linksklick auf dem Kampfplatz. Genau. Können wir uns erstmal ein bisschen umgucken. Ich nehme an, hier rennen dann gleich irgendwelche Kerlchen raus. Ja, sieht so aus. Hier steht noch ein weiterer. Kassia. Gut, dann hier hin. Takate! Schade, Hammer, Matahama. Wie bitte? Was? Was sagt er? Er sagt, er will uns sterben sehen. Ja, Oh. Okay. Sumpfranze. Gute Sumpfranzen. Ah, gut. Dolmetscher und Kassia. Was kann denn der Dolmetscher eigentlich? Ist ja egal. Also, müssen wir irgendwo hinkommen? Nein, wir müssen wahrscheinlich einfach nur überleben. Das heißt, wir bleiben hier erstmal stehen. Und schauen uns mal den Kerl hier an. Wenn wir... Natürlich nicht. Wer hat's gedacht? Da kann eine normale Attacke, da kann in Deckung gehen, Runde beenden. Gut, so. Wenn wir uns hinstellen, 2-2, ja, es ist eigentlich wurscht, hier gibt es keine gute Aufstellungsmöglichkeit, glaube ich. Das heißt, wir warten einfach, bis die in unsere Reichweite kommen. Oh, sehr gut. Bis die in unsere Reichweite kommen und hauen ihnen dann eine ordentlich auf die Nüsse. Ja, hier wird als erster dran glauben. Könnten wir da 57% Chance. Wir schauen erst einmal, wie was wir für normal für Schaden machen. Der normalen Schlag. 5. 5. Das ist jetzt eher. 7. 2 und 2. Okay, also wir sollten uns da vielleicht nicht hinstellen, sondern vielleicht doch wieder hier. Hier und zack. Dann natürlich daneben. Dann hau den mal um. Zack. Au. Ja, wuchtiger Wuchtschlag. Und Attacke. Auch wenn er da ein bisschen Leben verlieren wird. Au. Zack. Was ist jetzt, Gladiator? Antakauka, Tatmata Mata. Was bringt dich zu Kamaluxon? Was führt dich zum unsterblichen Takate? Ich will verhandeln. Ich auch. Nur zwei Dinge führen Menschen an diesen Ort, Maskenfrau. Kämpfen und sterben. Bauhatsche. Wartet! Ich bin nur ihr Dolmetscher! Na, wir können ihn provozieren oder ein Angebot machen. Ich glaube, wir provozieren ihn einfach mal so. Welcher erbärmliche Gott lässt Tiere für sich kämpfen? Komm und kämpfe selbst! Der rote Tanz hat keinen Reiz mehr für Kamaluxon. Es gibt keine Gegner mehr, die er fürchten muss. Naja, wenn er meint. Wir gehen erstmal zurück. Und wir warten nochmal eine Runde. Ja, komm. Genau, stell dich genau dahin. Das war genau der Plan, mein Freund. Genau richtig. Wuchtschlag. Ah. Und eine normale Attacke. Zack. Und zack. Und zack. Perfekt. So, ja, 57% ist das halt wieder. Attacke. Zack. Aber er macht eh mehr Schaden, von daher. So. Schlag. Schon wieder nicht. Seht ihr, was ich meinte, dass man da immer ein bisschen Glück braucht oder hin und wieder mal so, weil man doch relativ häufig daneben haut. Gerade in entscheidenden Momenten kann das ziemlich nerven. Hör mir einfach zu. Du hast nichts als dein Leben, Maskenfrau. Womit willst du handeln? Eine Stadt schenken mit alten Gefährten wiedervereinen, Takate summieren oder die Sklaverei abschaffen. Ich glaube,
Wir wollen ihn mit alten Gefährten wieder vereinen. Ich habe deine alten Gefährten wiedergefunden. Die Gefährten der neuen Horden. Gefährten, die mich verkauft haben. Oh. Ein Säbelzahn-T-Shirt. Ja, das war klar. Egal. Check. Au. Nicht mich angreifen, du sollst ihn angreifen. Okay, normale Attacke mit ihm trifft ganz gut. Entschuldigung. Während wir halt... man sieht's. Aber wir lassen ihn einfach darauf stehen, in der Hoffnung, dass er... wir haben aber auch schon zweimal Verletzungen. Natürlich auch nicht gut. Zack. Hahaha. Zack. Lass uns reden. Weißt du nicht, wer ich bin? Takate, Meistergladiator von El Alem, Bezwinger der neuen Horden, Fluch der Asselkönigin, das tödlichste Raubtier des Emirats. Du nennst dich Göttersohn, aber tatsächlich warst du Sklave von Sulman Diamantos und von Marwan al-Ahmad. Und jetzt bist du ein Niemand, der über einen Haufen anderer Niemande herrscht. Was willst du? Ich will, dass du für mich Blut vergießt. Und zwar wollen wir eine Stadt schenken. Bald werde ich herrschen. Und du sollst mein erster Statthalter sein. Kein Leben mehr am Rande des Dschungels. Ich nehme mir, was ich will. Ich brauche nicht die Hilfe einer schwachen Frau. Ja. Was kommt da denn angerannt? Am besten hier so. Genau. Er stellt sich hier so hin, genau. Obwohl, vielleicht da. Da ist noch besser. Genau, so. Dann muss ich nämlich auf das hier stellen. Ah, okay. Da bleibt sogar freiwillig da stehen. Das ist der Wahnsinn, was wir für eine Möglichkeit haben zu treffen mit ihr. Zack. Nein. Bleib doch da drauf stehen, du. Okay, also hier stehen wir wohl überall ziemlich schlecht. Wir warten. Er rennt mal hinter uns. Er rennt mal hinter uns. Und zwar rennt er... dahin, ja. Das ist eigentlich ganz schön. Ja. Es kann sich nur um Stunden handeln, bis wir den so kriegen. So, einmal unter rum. Und abwarten. Das war's mit ihm. Ich sehe schwarz für uns, weil wir haben drei Wunden. Das wird uns ziemlich umhauen. Und wir haben kaum Möglichkeit zu treffen. Wir können ihn auch nirgendwo mit drauflocken. Ah, geht doch. Da, ich vergieße Blut für dich. Die Sklaverei abschaffen. Ich führe deine Brüder aus der Sklaverei. Niemandem wird in meinem Reich je wieder dieses Unrecht geschehen. Siehst du die Mädchen zu meinen Füßen? Meine Sklavinnen. Was nützen sie mir frei? Noch so eins. So. Also solange es jetzt darauf stehen bleibt, wäre es... klar. Au. Au. Ich glaube, das wird uns umbringen. Ja. Wie viele kommen denn da noch? Wenn ich jetzt noch treffe, nächste Runde wären wir tot. Also stirb. Na, toll.
Gut. Warum treffen wir denn mit dem scheiß Knüppel eigentlich nicht mehr? Ja, natürlich möchte ich den Kampf wiederholen. Verfickter Mist doch mal. Ja, ja. Komm. Bevor jetzt übrigens aufschreit, der trinkt Bier. Ist alkoholfrei. Ja, okay. Okay. Diesmal platzieren wir uns anders. Diesmal platzieren wir uns. Genau, zu zweit hier. Takate! Was? Genau. So. Und er stellt sich zu mir. Irgendwie so hin. Ich weiß ja nicht, vielleicht wäre das hier sogar besser. Kannst halt mit zwei so gut wie nirgends ganz abdecken. Hier wäre jetzt auch noch ein Plätzchen, wenn sich das Ding jetzt dahin stellt, natürlich auch blöd. Aber dann kommt jetzt der dahin. Okay. Stellen wir uns hier hin, warten. Stellt er sich dahin und wir warten. Und wir warten. Natürlich. Er haut auf den ein. Gut. Und geht drauf. Wehe, du machst jetzt schon wieder hier so ein. So. Was ist jetzt, Gladiator? Manta Kauka, Tamata Mata. Was? Ja. Nur kämpft. Bau. Wir können ihm ein Angebot machen. Hör mir einfach. Ja. Ich habe deine alten Gefährten. Ja. Gefährten bedeuten ihm nichts. So. Okay. Wir stellen uns mit ihr hier hin und warten. Nein, warten. Jetzt ist er wieder dran. Dann stellen wir uns hier hin und warten. Und warten. Ja, er muss das jetzt leider da drüben so schaffen. Wir können erstmal den hier attackieren und den ausschalten. Darf jetzt drauf gehen? Genau, sehr gut. Sehr gut, läuft ja fast wie am Schnürchen. Und zack. Au. Lass uns weg. Ja. Blut vergessen, Plakat ist rum, ja. Es gibt Warten, dass die Götter herabsteigen, sich mit mir zu messen. Ja, ja. Gut. Plakate, Tomate. So. Wir müssen jetzt dieses Vieh geschlossen gegenübertreten. Also, es wird sich diesmal, glaube ich, nicht irgendwie irgendwo hinlocken lassen. Uns hier hinstellen, stellt sich wahrscheinlich irgendwie hier hin. Uns hier hinstellen. Ja, hilft nix. Hilft ja alles nix. Ich bleib sogar drauf stehen. Sehr gut. Na dann, Ach scheiße, aber wir haben schon wieder ein Ding abbekommen. Chance 57, komm. Zack, passt. Na, triff doch mal. Okay, wir haben gar keine Ausdauer mehr. Alter.
Alter, das Ding nervt. Zack. Geh drauf. Triff jetzt. Sehr gut. Da. Ich vergieße Blut für dich. Ja. Einen unvergesslichen Tod versprechen. Dann verspreche ich dir einen Tod, den die Welt nicht vergessen wird. Einen Tod, auf den selbst die Götter schauen werden. Jeder Fürst im Totenreich wird sich mit Takate messen wollen. Und alle werden ihm seine Sterblichkeit neiden. Gut. Gut? Akahin. Kamaluks Sohn ist einverstanden. Gut. Sehr gut. 100 AP. Sehr schön. 0 Dukaten, 0 Silbertale, 0 Heller. Ey, seid mal nicht so geizig da oben. Ihr zweites Ziel würde sich hoffentlich als umgänglicher erweisen. Schmutzige Geschäfte hatten den Zwerg Naurim reich gemacht. Wie ein Drache hortete er in Kadrims Tal Gold und Edelsteine. Und wie ein Drache verteidigte er seinen Hort vor seinen zahlreichen Feinden. Ich bin verwirrt. Ich verspreche dir... Nein, nein! Lass mich erst sehen, ob ich hier alles richtig verstehe. Du, eine mir unbekannte Menschenfrau mit einer Maske, was für sich bereits nach Ärger ruft. Und Takate, mein alter Waldmenschenfreund, der sich jetzt für einen Göttersohn hält. Ihr wollt alleine... Mit deiner Hilfe. Und das ist der Teil, wo ihr mich verliert. Wir wollen den Thron von Mengbilla erobern. Gut. Gut, gut. Eins und eins sind... Zwei. Ein grundsätzliches Verständnis für zahlenmäßige Unterlegenheit sollte also vorhanden sein. Gehen wir noch einmal zurück zu dem Abschnitt, wo du mir unhaltbare Versprechungen machst. Alles Gold des Herrscherplatzes. Marwans Kopf oder Macht. Oh, ich liebe Naurim. Ich bin so froh, dass er wieder mit von der Partie ist. Wir versprechen ihm erstmal Macht. Hilf mir, Mengbilla zu erobern. Und ich biete dir... Lass mich dir in einfachen Worten etwas erklären. Ich bin der reichste Zwerg des Südens. Du ein verarmtes Mädchen in einer seltsamen Maske. Wie kommst du auf die Idee, dass du oder dieser verrückte Urwaldhalbgott mir etwas zu bieten hätten? Dein Bart ist verfilzt. Macht mich unruhig. Der Ausgang ist am Ende des Tunnels, die Tür mit dem Goldknauf. Cassia machte sich keine Gedanken. Der Zwerg würde seine Meinung noch ändern. Dem dritten und letzten der Gladiatoren hatte das Schicksal weniger gut mitgespielt. Als Sklave fristete Zurbaran aus Al-Anfa ein erbärmliches Dasein in der Provinz. So viele Wörter. Ein ganzer Geschäftszweig aus Wörtern hat sich gegen mich verschworen. Ich war einst ihr Herrscher. Jetzt fallen sie über mich her. Wird das ein langes Gedicht? Oh, so viele falsche Wörter. Lasst mich, ich will nichts mehr hören. Ungeduldig oder ruhig? Ach, wir sind mal immer ganz die Ruhige hier. Ich suche einen zornigen Schwarzmagier und finde einen Haufen Selbstmitleid. Ach, dieser Traum war so schön, bevor ihr die Maske abgenommen habt. Selbstschuld. Dann hättest du nicht darum bitten sollen. Also gut. Warum? Warum? Warum will eine so junge Frau ohne Schuhe im Alleingang das Emirat erobern? Gründe sind Trugbilder. Brauchen Fliegen einen Grund zum Fliegen? Ich verstehe. Ich bin nicht verrückt. Und ich bin kein Arzt. Befreit mich aus dieser traurigen Wüste und ich bin euer. Das bist du bereits. Ich habe dich gekauft. Für wie viel? Einen halben Taler. Mein Wert steigt wieder. Sobald alles getan ist, bist du ein freier Mann. Und jetzt erzähl mir alles, was du über deinen alten Freund Naurim weißt. Jedes schmutzige Geheimnis. Oh, Questziele geändert, die Paladine. So, wir sind in der Stadt an sich. Neues Kompendium-Eintrag zur Baran, genau. Ja, aber das gerade so gut passt. Was? Machen wir jetzt hier einfach mal Schluss. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn das heißt Let's Play mit dem Brennmeister, das schwarze Auge, Black Guards 2. Ja, schon wieder hier total verschüsselt und verredelt. Oh, da kommt so ein Auge im Aufbrechen und ich will gleich weitermachen. Nein, die Folge ist zu Ende. Folge ist zu Ende, wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß, tschüss, bewertet mein Video, schreibt mir einen Kommentar, hilft mir ein wenig. Ich sag dich so. Bis dann, tschüss. Servus beisammen und herzlich willkommen zurück.